Zuerst einmal habe ich hier eine ganz, wie soll ich sagen, prinzipielle Definition herausgeholt aus Wikipedia. Der Begriff Demokratie wurde im 16. Jahrhundert entlehnt von lateinisch Demokratia, abstammend vom altgriechischen Demokratia, Volksherrschaft. Also, wenn ein Volk demokratisch, eben volksentscheidend, volksherrschaftlich etwas entscheidet, dann ist es Demokratie. Fertig, Schluss, aus. Keine Diskussion. Also man kann eine Volksentscheidung nicht kritisieren. Die Schweizer haben sich mit 51%, glaube ich, gegen den Beitritt in die EU entschieden. Okay, das hat das Volk entschieden. Richtig oder falsch ist eine zweite Frage. Aber man kann es nicht als zurück in eine Diktatur oder was auch immer anschauen. Also wäre jetzt diese Entscheidung nicht vom Volk gekommen, hätte ein Präsident einfach gesagt, ich ändere jetzt die Gesetze, ich übernehme die Macht, was auch immer. Ja, das wäre ein zurück in die Diktatur. Aber es ist ein Volksentscheid. Die Volksentscheidung ist zwar mit jedem Referendum, und ihr kennt das aus, vor allem die Schweizer haben viele Referenden. Und da die Beteiligung war wirklich gering, 30%, aber das Ja waren 94%. Somit kann man sagen, und wir wissen von vielen Leuten, die gesagt haben, ich boykottiere diese Abstimmung. Ich bin nämlich Demokrat. Das ist jemand, der die Demokratie nicht verstanden hat. Ganz einfach. Und da muss ich euch sagen, viele Tunesierinnen und Tunesier haben die Demokratie bis heute nicht verstanden. Sie sagen, wenn ich eine Abstimmung boykottiere, dann habe ich Chancen zu gewinnen. Mitnichten. Die größte Chance zu verlieren ist, wenn du eine Abstimmung boykottierst. Du gehst nicht abstimmen, du gibst eigentlich deine Stimme jemand anderem. Damit ihr versteht, und mir geht es heute wirklich darum, dass ihr versteht, warum haben die Tunesier so entschieden? Es ist in erster Sicht ist es eigentlich unerklärlich, warum Tunesien zuerst einen Diktator zum Teufel jagt, der extrem viel Macht hatte und der wo das Parlament eigentlich nur eine kleine Theatergruppe war. 10 Jahre später will es aber wieder genau dorthin zurück. Das ist absolut nicht nachvollziehbar, wenn man nicht ein bisschen tiefer hineingeht. Und selbstverständlich, da kritisiere ich wirklich die Medien heute. Sie befassen sich nicht mit den Details. Sie befassen sich nicht mit der Vergangenheit. Sie befassen sich nicht mit der Geschichte eines Landes, einer Bevölkerung, sondern sie sehen einen Event und interpretieren ihn einfach ad hoc. Ich habe letzte Woche ein Interview mit Radio Deutschland Kultur, kann ich euch sagen, geführt. Sie haben mich gebeten, meine Meinung zu sagen. Und meine Meinung ist genau das, was ich euch heute sage, nämlich, dass Tunesien den richtigen Entscheid getroffen hat. Und es hat selbstverständlich der Journalistin nicht gepasst. Aber meine vorgängige Interviewkollegin, eine deutsche Journalistin in Tunis, hat eigentlich dasselbe gesagt. Ich habe es nur ein bisschen harscher oder ein bisschen halt arabisch-afrikanisch klarer gesagt, dass die Tunesier so entscheiden mussten. Ihr seht hier die arabische Welt. Okay, alles, was grün ist, ist die arabische Welt. Und rechts unten ist übrigens ein Land, das zur arabischen Liga gehört, die Komoren, Comores. Und sie wurden von den Arabern entdeckt und diese Insel wurde von den Arabern entdeckt und heißt Jusr al-Qamar. Jusr al-Qamar heißt die Inseln des Mondes auf Arabisch. Und daraus wurde Comores, also Kamar Comores. Jetzt werdet ihr etwas anderes sehen. Wir haben in der arabischen Welt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Königreiche. Okay? Dann haben wir sogenannte Republiken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Republiken.
Und ihr seht, dass die Republiken, mindestens zwei davon, sind wirklich, wirklich, also wenn man Libyen als Republik anschaut oder Irak damals, dann ist es nicht im europäischen Sinne eine Republik, sondern im arabischen Sinne. Jetzt immer noch Hintergrund: Wir haben Herrscher, Führer, die über 30, 40 Jahre geherrscht haben. Ich meine, Frau Merkel war auch lange an der Macht als Kanzlerin. Aber es ist doch unmöglich in Europa sich heute vorzustellen, dass jemand 40 Jahre lang ein Land führt. Das ist wirklich undenkbar. Das ist aber arabische Realität. Und darum möchte ich euch bitten, beim Entscheid, ob das jetzt richtig war, was die Tunesier gemacht haben oder falsch, einfach mal die europäische Sicht, die westliche Sicht zu vergessen. Ihr seid selbstverständlich in einem ganz anderen Rhythmus. Ihr wisst, okay, unser Bundespräsident oder unsere Bundeskanzlerin oder unser Bundesrat hat eine Amtsperiode, die ist 4 oder 5 Jahre, dann wird er vielleicht noch einmal gewählt und in der Regel Maximum ein drittes Mal. Aber wir haben hier Leute, die sich nicht wählen lassen. Ich meine, von 1970, da war ich 12 Jahre alt, herrscht die Familie Bashar al-Assad, herrscht die Familie al-Assad über Syrien. Das ist eine Familie von Vater zu Sohn. Also, es ist unvorstellbar, dass eine Frau Merkel ihren Sohn oder ein Herr Scholz heute seinen Sohn einfach vorbereitet, um die Macht zu übernehmen in Deutschland. Es ist undenkbar für euch, ist unvorstellbar. Bei uns ist das absolute Realität. Gaddafi war seit 1969, wäre nicht erschlagen worden, wortwörtlich 2011, er wäre wahrscheinlich heute noch an der Macht. Mubarak, 1981, also da war mein erster Sohn noch nicht geboren, da war er schon Herrscher über Ägypten. Wir haben ganz andere Verhältnisse. Also ihr dürft wirklich nicht mit dem Maßstab Europas das Ganze ansehen. Wir haben aber in der arabischen Welt drei Länder, offiziell, ne, drei Länder, die ein parlamentarisches System haben, wo ein Parlament existiert, dann eine Regierung und darüber ein Staatspräsident. Das ist Irak. Hört, hört. Irak hat das, weil die Amerikaner, als sie das Land verließen, oder bevor sie das Land verließen, den Irakern gesagt haben, ihr müsst dieses System jetzt realisieren, nämlich Parlament. Und dann Regierung und dann darüber ein Präsident, obwohl die Amerikaner das anders haben. Der Präsident in Amerika ist der absolute Machthaber. Ihr wisst, was im Irak läuft. Absolute Katastrophe. Dann haben wir Libanon. Libanon hat ein starkes Parlament und einen Präsidenten. Libanon ist am Ruin. Libanon ist zahlungsunfähig bald. Libanon hat Mord und Totschlag im Land. Ein wunderschönes Land, aber politisch total am Grund. Und wir haben Tunesien, das ein Parlamentssystem hatte, sage ich mal, und es hat nicht funktioniert. So, jetzt könnt ihr euch wirklich irgendwie langsam so den Gedanken machen, okay, also es gibt Königreiche, es gibt Diktaturen in der arabischen Welt und es gibt drei Länder, die es versucht haben, ein parlamentarisches System nach europäischem Muster zu haben. Alle drei sind gescheitert. Irak und Libanon bedenklich schlecht, Tunesien ist glimpflich davon gekommen, sage ich mal. Okay. Warum ist das passiert? Nach 2011, nachdem Tunesien die Diktatur von Ben Ali nicht mehr aushalten konnte und sich ein junger Mann namens Mohamed Bouazizi ja, verbrannt hat, kam eine neue Welle, nämlich
Es kamen zwei neue wichtige Parteien. Die Ennahda. Ennahda ist eine, alle sagen islamistische, ich sage islamorientierte. Von diesen drei Herren da unten, die sind alle von der Ennahda, ist der mittlere, das ist vielleicht einer, der so nach islamistisch aussieht. Aber die anderen Herren wirklich nicht. Die könntest du jetzt auch als Demokraten oder Sozialdemokraten oder was auch immer anschauen. Diese Partei kam an die Macht. Warum kam sie an die Macht? Weil, ganz einfach, und das ist ein wichtiges Detail, in allen arabischen Ländern, in allen islamischen Ländern eigentlich, wurden die islamistischen oder islamorientierten, die religiösen Parteien, wurden unterdrückt. Man wollte von ihnen nichts wissen und man hat immer Angst vor ihnen gehabt. Viele waren im Gefängnis, zum Beispiel Rashid al-Anushi musste fliehen, rechts von ihm, der Mann mit dem Schnurrbart und der Brille, der war 10 Jahre im Gefängnis, also unter Ben Ali. Und da hat die Bevölkerung gesagt, okay, jetzt ist Ben Ali weg, jetzt nehmen wir die Ennahda. Erstens einmal sind sie ja islamorientiert und sie sagen uns, wir müssen zur Religion zurück und so weiter und so fort. Also wählen wir sie. Sie haben eine große, einen großen Zuspruch in der Bevölkerung bekommen. Als Gegenseite, da, seht ihr da oben, inzwischen ist er verstorben, Gott segne ihn, Gott habe ihn selig, Bejkaid Sipsi, er hat dann die Gegenbewegung, Harakat Nide Tunis, ist eine absolut weltliche Partei, der sagt, okay, der Islam, wir sind alle Moslems, ist ja gut, aber wir haben hier ein Leben auf Erden und das müssen wir managen. Und da brauchen wir nicht nur den Islam, da brauchen wir auch andere Sachen. Diese zwei großen Parteien waren da 2011. Aber Ennahda hat gesiegt. Das seht ihr hier. 2011, 90 Sitze im Parlament, Ennahda. Und da war Nide Tunis noch nicht da und ihr seht, nicht die absolute Mehrheit, aber eine große Mehrheit. Jetzt, heute, ich mache jetzt 10 Jahre vor Sprung, heute sagen viele Tunesier, auch die Ennahda gewählt haben, das war der größte Mist, den wir gemacht haben. Aber es war ein demokratischer Mist, wenn ihr erlaubt. Stellt euch vor, in Deutschland würde jetzt mit 51-52% die die Partei, die rechtsorientierte, die kommt mir jetzt gerade nicht in den Sinn, FD, ja, also ich weiß, was ich meine, ich glaube, jemand schreibt das gerade, genau, die AfD, danke schön, die AfD, die kommt noch noch ein bisschen weiter nochmal zum Zug. Die AfD gewählt, was wollt ihr machen, wenn das Volk AfD wählt? Dann ist es vielleicht ein kleines Problem für Deutschland, aber es ist da, das Volk hat sie gewählt und das hat einen Grund. Und genau das ist der Grund, die Tunesierinnen und Tunesier haben gesagt, wir haben jetzt so einen weltlichen Ben Ali gehabt mit Modernheit und mit westlich Orientiertheit und so weiter und so weiter. Ja, jetzt wollen wir etwas anderes. Das ist der Bonus dieser Ennahda. Sie haben diesen Bonus gehabt, sie waren viel im Gefängnis, sie wurden oder im Exil, wie jetzt ihr Chef Rashid al-Ghannouchi, und darum wurden sie gewählt. Und da muss ich euch Folgendes sagen. Ich habe 2011 oder Anfang 2012 mit einer tunesischen Landsfrau in der Schweiz, in einer Schweizer TV-Sendung, ein Gespräch gehabt. Sie war der Meinung, Tunesien geht voll Richtung Islamismus. Also es gab auch in Tunesien schon Leute und auch in Europa, die gesagt haben, Tunesien geht jetzt in Richtung Afghanistan. Wirklich. Und ich habe damals gesagt, nie und nimmer. Niemals. Weil die Tunesierinnen und Tunesier diese Ennahda nur aus Solidarität gewählt haben, aus Sympathie, weil sie lange im Gefängnis waren und weil sie glaubten,
dass sie das Land vielleicht nicht mit Scharia, aber mit islamischen Grundsätzen wieder in eine Richtung zurückbringen würden. Aber wenn ihr die Struktur des Landes, die Bevölkerungsstruktur anschaut, so viele junge Männer und Frauen, die mit dem Islam nicht viel am Hut haben, die ihr Leben frei leben wollen, die keine Einschränkungen religiöser Art haben wollen. Wenn ihr das seht, dann kann es nicht sein, dass das Land wirklich dann islamistisch wird. Man hat dann später natürlich herausgefunden, dass die Ennahda wirklich betrogen und gemacht hat und bestochen hat. Also man hat gewissen Leuten einer Familie ein Schaf geschenkt und das war der Grund, wieso sie dann gewählt haben und so weiter. Darauf gehe ich nicht ein. Diese Geschichten sind bekannt. Dann kamen aber wie Pilze aus dem Boden 218 politische Parteien. Wir hatten von 1956 bis 2011 eigentlich zwei Parteien. Eine, die hat regiert, eine oder zwei kleine, die waren in der Opposition. Und auf einmal 218. Das ist ja wunderschön, das ist ja cool. Aber jetzt müsst ihr euch ein Parlament vorstellen, Freunde. Ein Parlament, ich denke jetzt mal an die Schweiz, ich denke mal an Deutschland, da gibt es vier, fünf Parteien, die wirklich die Macht haben. Und alles andere ist Beigemüse. Und all diese Parteien hier haben dann im Parlament eine bis zwei Personen gehabt. Jetzt könnt ihr euch ein Parlament vorstellen, das so aussieht. Unmöglich eigentlich, um eine Koalition oder um eine Mehrheit zu erreichen und wirklich zu regieren. Jetzt interessanterweise hat das ist die Economist.com, ich glaube, es war 2014 oder 15, das einzige blaue Land hier mit Democracy war Tunesien. Ihr seht die roten Länder auch noch einmal ein gutes Bild, um euch quasi vorzustellen, wie es um die arabische Welt steht. Die arabische Welt besteht aus einer Demokratie, Tunesien, dann besteht sie aus Autokratien von Marokko bis Irak und dann besteht sie aus vollen Autokratien, sprich Saudi-Arabien, Oman, die Arabischen Emirate und so weiter und drei, mindestens drei Failed States. Jetzt, das ist der Rahmen, in dem wir hier, von dem wir hier reden. Es ist wirklich eine Katastrophe. Woher das kommt, ist wirklich ein anderes, Thema. Jetzt, warum sind dann 2014, 2015 wollte man die Ennahda loswerden. Die Tunesier haben damals einen Entscheid getroffen, 2011. Wir wählen mit 41%, glaube ich, die Ennahda als stärkste Partei. Und dann haben sie aber gesehen, raus mit euch. Wir wollen euch nicht mehr. Warum? Erstens, weil sie keine Lösung gefunden haben für die aktuellen Probleme, Jobs, die Freiheiten, die Bildung, die Zukunft. Dann gab es Korruption. Es gab und gibt Terrorverdacht im Zusammenhang mit der Ennahda, mit der islamistischen Partei, aber auch mit anderen Parteien. Verdacht auf Geldwäsche, Veruntreuung, illegale Parteifinanzierung, politische Morde. Jetzt haben die Tunesier gemerkt, wir haben eigentlich einen Fehler gemacht. Und darum möchte ich euch bitten, euch zu überlegen, wenn ein Volk oder auch eine Person, das gilt auch für uns persönlich. Wenn wir merken, ich habe die falsche Entscheidung getroffen, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können die Entscheidung weiterhin führen und sagen, ja, sorry, den Ausdruck scheiß drauf, jetzt habe ich das entschieden, jetzt mache ich da weiter und dann renne ich in die Wand rein. Oder ich mache etwas komplett anders. Und das haben die Tunesier eben am 25. Juli gemacht. Wir wollen diese Geschichten nicht mehr. Ich werde euch sagen, nur zwei, drei Beispiele zeigen, wie es um diese Parlamentarier und Parlamentspräsidenten und Präsidentskandidaten aussieht. Es gab zwei Morde, Shukri Belaid und einen anderen
politischen Mord. Das sind Leute, die waren gegen die Ennahda und man hat die ganze Zeit die Ennahda verdächtigt, ohne wirklich Beweise dafür zu haben. Und auf einmal hieß es Ennahda Degage. Also jetzt seht ihr, ein tunesisches Volk wählt die Ennahda mehrheitlich ins Parlament. Sie stellen die Regierung. Sie regieren das Land und auf einmal heißt es Ennahda, hau ab. Degage heißt verschwinde, hau ab. Jetzt, das ist das Recht des Volkes. Entschuldigt bitte, das ist die Demokratie. Wenn in der Schweiz, in Deutschland, eine Regierung oder eine Partei gewählt wurde und sie bringt nicht das, was das Volk will, dann wird sie das nächste Mal nicht gewählt. Bei uns ist es einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, emotionaler. Da gehen wir während der Regierungsperiode und sagen, haut ab, haut ab, haut ab. Das ist ein Zeichen, dass wir die Demokratie noch nicht ganz verstanden haben. Wir hätten warten müssen und da haben sich die Tunesier wirklich auch entsprechend so versucht zu verhalten, abwarten, bis die Amtsperiode vorbei ist und die nicht mehr wählen. Das haben sie dann auch gemacht. Ihr werdet das gleich sehen. Das Resultat 2014, ihr wisst noch, ich gehe ganz kurz zurück hier, um euch zu sagen, okay, Ennahda hatte 90 Sitze im Parlament 2011 und man war mit ihnen nicht zufrieden und da haben sie im 2014 nur noch 69 und Nidaa Tunis hatte 84. Also sie sind wirklich absolut runtergerutscht. Und man hat niemanden von der Ennahda ermordet, niemanden aus irgendwie sonst einen Schaden angerichtet, sondern man hat das demokratisch gelöst. Man hat sie einfach nicht mehr so stark gewählt. Aber sie haben selbstverständlich mit 69 Sitzen immer noch die eine große Macht. Man spricht oft, man spricht viel zu wenig meiner Meinung nach von den Rechten, die man inzwischen errungen hat in Tunesien, nämlich das Erbschaftsrecht. Da wird zumindest mal freigestellt. Wollt ihr die islamische Scharia Version haben, dass ein Mann doppelt so viel erbt wie seine Schwester oder wollte 50-50 machen. Es war vorher wirklich hauptsächlich eben die islamische Version. Die Minderheitsrechte, Homosexualität wird inzwischen, sagen wir mal, toleriert. Heute noch im Gesetz ist sie zwar strafbar, aber es wird immer mehr toleriert. Die Religionsfreiheit, also wir hatten einen jüdischen Tourismusminister und da hat uns die halbe islamische Welt kritisiert. Wie könnt ihr einen Minister haben, der jüdisch ist und so weiter. Ja, dann die Heirat christlich-jüdischer Männer von Frauen. Heute dürfen nach Islam dürfen ja muslimische Männer Jüdinnen und Christinnen heiraten. Und Tunesien ist eines der ersten Länder, wie es auch die eines der ersten ist, die die Polygamie verboten hat. Tunesien ist eines der ersten Länder mit Marokko, dass die Heirat von Frauen, von tunesischen islamischen Frauen mit christlich-jüdischen Männern erlauben will. Also wir gehen in diese Richtung gleichzeitig mit unseren großen anderen Sorgen. Aber am 25. Juli letztes Jahr ist etwas passiert. Nämlich der Präsident Kais Saied hat das Parlament nicht aufgelöst, sondern eingefroren. Übrigens, das ist ein Recht, ich glaube, das steht in vielen europäischen Verfassungen auch, das hat der Präsident, wenn das Parlament absolut ins Stocken kommt, dann darf er das machen. Und das hat er gemacht, nicht von sich aus. Viele sagen immer wieder, Kais Saied hat das Parlament aufgelöst, aber was auch immer. Das Volk ist zuerst auf die Straße gegangen und hat gesagt, raus mit euch, degage, 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 dem Parlament. Und Kais Saied hat eigentlich nur darauf reagiert, was das Volk wollte. Wirklich, das ist ganz wichtig. Nicht Kais Saied hat gesagt, ich will jetzt die Macht haben, ich
friere jetzt das Parlament ein. Es ist das Volk zuerst auf die Straße gegangen und hat gesagt, mit diesem Parlament, mit diesem korrupten Parlament wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wir haben leider einen Fehler gemacht. Das haben die Tunesier eigentlich sagen wollen. Wir haben Parlamentarier gewählt, die alle korrupt, nichtswertig sind. Die denken nur an sich, an ihr Business, an ihre Familien. Sie denken nicht ans Land. Wir haben ein riesen wirtschaftliches Problem, soziales Problem, sanitäres Problem mit Covid. Wir haben in jeder Hinsicht ein Problem. Und dieses Parlament palavert wortwörtlich die ganze Zeit und kommt nicht vorwärts. Also raus damit. Und Al-Said hat gesagt, okay, ich habe in der Verfassung, denkt daran, es ist verfassungsmäßig, ich habe in der Verfassung einen Artikel 84, der mir erlaubt, das Parlament einzufrieren, selber zu regieren und dann ein neues, eine neue Parlamentswahl zu organisieren. Das hat er gemacht. Das hat er wirklich gemacht. So, jetzt komme ich zu diesem, und das müsst ihr wirklich gut verstehen. Das versteht ihr spätestens jetzt, versteht ihr den Hintergrund, warum die Tunesier zurück wollen, egal in was auch immer, aber einfach weg von diesem Parlament. Wir haben hier drei Herren, oben links, mit dem Bart, mit dem bösen Blick. Rashid al-Ghannouchi, er ist Parteipräsident und Chef der, ideologische Chef der Ennahda, islamistische Partei, sehr, sehr, sehr verbunden mit den Muslimbrüdern, Freund von Erdogan. Okay, dieser Mann wird verdächtigt, ich zähle jetzt nur auf, eben des Mords an zwei Politikern. Er wird verdächtigt, Geldwäscherei, zig Millionen, ich rede nicht von 100.000 Euro, ich rede von zig Millionen Dollar, nicht Dinar, Dollar, Parteigelder aus dem Ausland bekommen zu haben, hauptsächlich aus Katar. Er wird verdächtigt, tunesische junge Männer, diese 5.000 tunesischen Männer, die nach Syrien gegangen sind, um für den islamischen Staat zu kämpfen, dass er ihnen die Reise ermöglicht hat und so weiter und so fort. Der Mann wird wahrscheinlich in nächster Zeit, wenn nicht ins Gefängnis kommen, dann wieder mindestens angeklagt und dann Hausarrest, was auch immer. Okay? Der Mann unter ihm, Jbeli, war ein Regierungschef, ein Premierminister unter Ennahda und er steckt heute im Gefängnis. Aus den gleichen Gründen, er steckt im Gefängnis, er ist im Gefängnis. Und jetzt kommt der Beste, der Mann rechts, der dieses Zeichen macht, hier seht, ich habe eine saubere Weste. Dieser Mann war Präsidentschaftskandidat mit Kais Saied. Er verlor dann in der letzten Runde gegen Kais Saied. Und er wäre Präsident heute. Jetzt dieser Mann ist eines Tages, nachdem er die Präsidentschaftswahl verloren hat, ist einfach über Nacht durch die algerische Grenze über einen illegalen Grenzübergang nach Algerien abgehauen. Er ist geflohen, aus dem Land geflohen. Ich meine, du fliehst doch nicht nach Algerien, wenn du so eine saubere Weste hast, Entschuldigung. Er wurde dann verhaftet. Präsidentschaftskandidat Tunesiens. Stellt euch vor, ein Bundeskanzlerkandidat, Entschuldigung, wenn ich lache, Bundeskanzlerkandidat flieht in die Schweiz von Deutschland. Was heißt das? Er flieht doch vor irgendetwas. Also, und er wurde dann verhaftet wegen einer Kleinigkeit, nämlich illegaler Grenzübergang. Er bekam ein paar Tage Gefängnis, das ist nun mal so in Algerien. Und nachher wurde er freigelassen, von Algerien ist er nach Europa abgehauen. Der Mann hat riesen Dossiers in Tunesien von Geldwäscherei und Veruntreuung und so weiter und so fort. Also jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn ihr solche Parlamente habt, und Parlamentarier und Regierungschef und Parlamentspräsidenten. Ghannouchi ist heute noch offiziell Parlamentspräsident des aufgelösten Parlaments. Also ich glaube, da würdet ihr verstehen, warum die Tunesier sagen, raus mit euch. Also es ist wirklich nach
nachvollziehbar. Ich bringe hier ein Beispiel, damit ihr wisst, das ist nicht Tunesien. Man kritisiert uns, wenn wir genau das Gleiche machen, wie ihr das macht in Europa. Ein Schweizer hat mal der AfD, was waren das, 132.000 Euro gespendet. Jetzt hat die AfD 400.000 Euro Strafe bezahlt und musste wirklich sich entschuldigen und tut uns leid, weil sie aus dem Ausland 132.000 Euro bekommen haben. Diese Herrschaften hier haben Millionen von Dollars bekommen für ihre Parteifinanzierung. Und ich behaupte, die Ennahda hat diesen Sprung 2011 und auch 2014 nur machen können mit den Geldern aus dem Ausland. Und das ist verfassungswidrig in Deutschland, in der Schweiz und in Tunesien. Und somit hat das Volk das einfach begriffen und hat gesagt, das wollen wir nicht mehr. So, der Stand heute, ich überziehe leicht, und ich will euch jetzt nicht die 149 Artikel vergleichen von 2014 und 2022. Der Präsident hat gesagt, jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Wir können so weiterfahren. Selbstverständlich, wir können ein neues Parlament wählen und wie alle Tunesier wissen, das nächste Parlament wird nicht weniger korrupt sein. Oder aber ihr habt die Möglichkeit, mir als Präsident die Macht zu geben, mehr Macht zu geben. Jetzt ist das etwas Besonderes? Nein. Die USA, ich habe hier noch kurz, bevor ich zur USA komme, das Referendum sagte eigentlich, wollt ihr beim parlamentarischen System bleiben, wo das Parlament die Hauptmacht hat und der Präsident nur repräsentative Aufgaben hat und er hat das Außenministerium hinter sich und Militär und Sicherheit. Das ist das, was heute noch oder bis 24. Juli galt. Oder wollt ihr jetzt alles hauptverantwortlich dem Präsidenten geben und das Parlament ist einfach eine Kontrollinstanz? Das ist die Frage gewesen. Und von den leider nur 30%, aber Referenden, das wissen die Schweizer auch, Referenden gibt es viele in der Schweiz, bei Referenden gibt es nicht 60-70% Teilnahme. Nicht einmal, als es um den EU-Beitritt ging, gab es so eine hohe Teilnahme. Es waren nur 30% Teilnahme, aber es wurden 94% dieser Teilnehmenden haben sich für das neue System, für das Präsidialsystem entschieden. Nämlich zurück zur Zeit, wo der Präsident schalten und walten konnte und das Land vorwärts bringen konnte. Denn die letzten 10 Jahre aus diesen, ich habe mal gezählt, bei 1,7 Milliarden habe ich, glaube ich, aufgehört, Geldern, die nach Tunesien geflossen sind, als Hilfe, als Neustartshilfe und so weiter. Es gab nichts, es gab keine neue Autobahn, keinen neuen Bahnhof, kein neues Spital, keine neue Schule, gar nichts. Wo ist das Geld geblieben? Und heute wird langsam danach gesucht. Und man findet immer mehr, okay, die Tochter des Herrn Ranucci, die Tochter dieses Herrn hier, der oben links, seine Tochter ist Millionärin. Und die Tunesier haben einen schönen Spruch, min eine leke hede, woher hast du das? Wie kann eine Tochter eines Exilpolitikers, der wirklich nichts besaß, auf einmal Millionärin sein? Und da haben sich die Leute dann langsam gefragt, okay, also so ein Parlament wollen wir nicht haben, dann soll einer verantwortlich sein und den schicken wir zum Teufel, wenn er wirklich wenn er das nicht tut, was wir wollen. Das ist jetzt eine zweite Frage, auf die ich noch komme, bei Chancen und Risiken. Also die Tunesier haben gesagt, okay, wir haben 10 Jahre lang Parlamentssystem nach europäischem westlichem Muster versucht. Wir haben es nicht geschafft. Von 260 Parlamentariern, da gibt es, glaube ich, 80 oder 90 Dossiers.
mit Anklagen, Staatsanwaltschaftsanklagen, Geldwäsche, Korruption, Beteiligung an eben terroristischen Organisationen und. Also das, wenn du ein Parlament hast, das zu einem Drittel eigentlich gerichtliche Verfahren hat und eben vor allem diese parlamentarische Immunität haben will, damit es ja nicht vor Gericht kommt, dann hast du wirklich ein Problem in einem Land. Was man oft vergisst, ist, dass das, was Tunesien jetzt gemacht hat, das wurde in Frankreich genauso gemacht. Der General Charles de Gaulle hat irgendwann gesagt, hey, ich kann mit diesem Parlament nicht arbeiten. Es ist parteipolitisch so aufgebaut, dass ich keine Entscheidung treffen kann. Und er hat die Franzosen gebeten, ihm mehr Macht zu geben. Und heute noch ist Frankreich ein Präsidialsystem. Frankreich ist kein parlamentarisches System wie Deutschland. Deutschland hat einen Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin und hat einen Bundespräsidenten. Hand aufs Herz. Ich weiß nicht, wie der Bundespräsident heute heißt von Deutschland. Aber ich weiß, dass es Bundeskanzler Scholz ist. Ich weiß, dass Bundeskanzlerin Merkel war. Ich weiß sogar, ich kenne die zurück bis Kohl und Schröder und Gott hab ihn selig, oder ich glaube, er lebt noch, der mit in jeder Sendung noch raucht. Also man kennt immer, Dankeschön, Steinmeier, man kennt immer den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin, weil die im Vordergrund sind. Aber bei den Franzosen, Sarkozy und dann Macron, wer auch immer, aber du kennst doch nicht den französischen Regierungschef. Also Präsidentschaftssystem und parlamentarisches System. Jetzt, diese vier Länder, gut, China ist eher eine Diktatur, okay, können wir uns einigen. Aber die USA, der US-Präsident entscheidet alles grundsätzlich. Ich meine, er schickt einen Außenminister irgendwo hin zur Form, ja, aber eigentlich entscheidet er alles. Das ist ein Präsidialsystem. Russland genauso, Frankreich auch. Eben, aber Deutschland ist ein typisches parlamentarisches System und die Schweiz selbstverständlich ein Musterland von Parlamentssystem. Dieser Artikel hier, über den hat man lange diskutiert und das war einer der wichtigsten Artikel der Verfassung. Der absolut erste Artikel heißt: Tunesien ist ein freier Staat, unabhängig und souverän. Der Islam ist seine Religion. Jetzt die Problematik hier ist: Wir haben Juden, wir haben Christen, wir haben auch Atheisten. Und die fühlen sich jetzt, hast du einen tunesischen Pass, bist aber Jude und sagst: Moment mal, der erste Artikel stimmt für mich schon nicht. Dann, Arabisch ist seine Sprache. Nicht jeder Tunesier spricht Arabisch. Dieser Artikel wurde schon mal angepasst und das heißt, Tunesien gehört zur islamischen Umma und so. Also man hat das ein bisschen angepasst. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, es gibt in der Schweiz, in der Schweizer Verfassung, keinen Artikel, der sagt, die Schweiz ist ein christliches Land. Und Schweizerdeutsch ist seine Sprache, es ihre Sprache. Nein, gibt es nicht. Aber wir hatten das bis jetzt. Und somit gibt es verschiedene Artikel, die angepasst worden sind. Aber mehrheitlich sind es Artikel, die vom Parlament gewisse Mächte nehmen und dem Präsidenten geben. Das ist wirklich die Hauptgeschichte. Und die Tunesier, da behaupte ich, alle diese 90%, die gewählt haben, ja, die haben die Verfassungsänderung nicht gelesen. Sie haben sie nicht gelesen. Und ich gebe zu, ich habe auch nicht alle gelesen, nur die wichtigsten Artikel. Und trotzdem haben die Tunesier gesagt, wir wollen zurück. Wir haben einen wunderschönen Spruch, ganz ehrlich. Wir haben einen wunderschönen Spruch, das ist so wie, ja, es ist ein Volksspruch, der sagt, das eine sticht, das andere brennt.
Und dieser Spruch wurde oft erwähnt in diesem Zusammenhang. Wir haben eh ein Problem. Also bleiben wir bei dem, was wir haben, haben wir ein Problem. Ändern wir, gehen wir in ein Risiko. Und dieses Risiko ist nicht zu unterschätzen. Darauf komme ich gleich zurück. Wir haben im Dezember Parlamentswahlen, am 17. Dezember. Und da wird sich zeigen, ich schätze jetzt mal, dass die Islamisten, die ein Nachbar, vielleicht noch 5 bis 7% bekommen, maximal 10%, aber das wage ich jetzt mal zu sagen. Und der Rest wird auf verschiedene andere Parteien, kleine Parteien verteilt. Der Staatspräsident aber wird mehrheitlich dem Parlament Gesetze vorstellen quasi, oder, und sie werden es wie unter Ben Ali, wie unter Bourguiba einfach bejahen und sagen, das ist okay. Aber mit dem kleinen Unterschied. Heute sagst du zum Beispiel, hey, was ist in den letzten 10 Jahren schiefgegangen? Dann sagt der Nachbar, Entschuldigung, wir haben nicht alleine regiert. Dann sagt nie der Tunis, Entschuldigung, wir haben nicht alleine regiert. Dann sagt jede Partei, Entschuldigung, die anderen sind schuld. In Zukunft wird man sagen, Herr Kais Saied, es ist nicht das gekommen, was Sie versprochen haben. Was ist los? Wir haben dann einen Verantwortlichen. Und es gab zwei, drei Interventionen in letzter Zeit auch im Fernsehen von jungen Männern, die gesagt haben, ich habe keine Angst vor dieser neuen Verfassung, weil wenn Al-Said nicht das macht, was wir wollen, dann werden wir ihn genau wie Ben Ali zurückschicken, wo er hergekommen ist. Ganz einfach. Die Tunesier sind, glaube ich, und Tunesierinnen sind heute, glaube ich, wirklich so weit, dass sie bei einer wichtigen Angelegenheit auf die Straße gehen können und sagen, das wollen wir nicht. Aber ich glaube, es gibt eine Chance und ein Risiko. Die Chance ist, dass jetzt ein Präsident volle freie Hand hat. Er kann über soziale, wirtschaftliche, kulturelle, was auch immer Aspekte entscheiden und umsetzen. Das Risiko aber. Mit Kais Saied haben wir kein großes Risiko. Wir haben einen Mann, der aus der Gesetzgebung, er ist Jurist, er ist Juraprofessor, er ist über 70, da haben wir kein Risiko, der wird nicht mehr. Aber der Nächste, der nach ihm kommt, da haben wir das Gefühl, es könnte selbstverständlich wieder ein Ben Ali werden, der sagt, okay, die Verfassung gibt mir diese Rechte und das Parlament ist nur zur Form da. Dieses Risiko, Freunde, das besteht. Und darum sage ich, das eine sticht und das andere brennt, hat schon etwas. Nämlich, wir müssen jetzt abwarten, was kommt, wer kommt nach Kais Saied. Aber das ist natürlich jemand, der gewählt wird vom Volk. Und wenn das Volk jemanden wählt, der eine eiserne Hand hat und so weiter, ja, das ist dann eben Demokratie. Und viele haben schon 2012, stellt euch vor, ein Jahr nachdem Ben Ali abgehauen ist, haben viele Tunesierinnen und Tunesier gesagt, gebt uns Ben Ali zurück. Es geht nicht mit diesem Parlament. Wir sind noch nicht so weit. Wir sind einfach noch nicht so weit. Und ich glaube ganz einfach, die Tunesier werden ihren Weg, ihren steinigen, harten Weg gehen. Aber sie werden garantiert keine Diktatur mehr dulden, weil der nächste Präsident, der wirklich Anzeichen nur zeigt von Ben Ali-Methode, der wird ganz sicher mit diesem Wort Degage, verschwinde, hau ab, belohnt. So, ich stelle jetzt die Aufnahme ab und